Hallo, ihr wohlmeinenden Männer und Weiber. Heute möchte ich ein Video mehr oder weniger übersetzen, das von Rory Cooper gemacht wurde, das es aber leider nicht mehr gibt. Also den Kanal gibt es nicht mehr. Es geht in erster Linie um die Perspektive. Dabei sind nicht nur mir, sondern auch anderen Leuten schon ein paar Sachen aufgefallen, die ich hier nicht hinterm Berg halten will. Gute Eröffnung, hinterm Berg halten, genau. Es geht nämlich um die Perspektive. Also wie wir sehen, wenn wir von Weitem ein Gebäude fotografieren, dann haben wir immer die Sichtseite, die vom Licht angestrahlt wird. Und wenn wir uns auch diese Straßen angucken, haben die immer einen ganz bestimmten Winkel. Abhängig natürlich von welcher Entfernung sie fotografiert wurden. Gehe ich also ganz nah hin, dann sieht man, dass das Gebäude aufrecht steht. Und zoome ich etwas weiter weg, dann müsste jedem auffallen, dass wenn eine gewisse Kilometerzahl erreicht ist, dieses Gebäude immer noch im selben Winkel in unserem Blickwinkel steht. Das ist aber nicht möglich. Vor allen Dingen bei Straßen oder Linien, die gerade neben dem Gebäude sind, müsste sich der Winkel deutlich verändern, aufgrund der Perspektive. Also schauen wir uns das Gebäude mal an. Ich entferne mich und bin auf der gleichen Linie wie das Wasser. Ich kann also nicht über die Linie drüber steigen, das geht nicht. Ja, so einfach geht das nicht. Und je weiter ich weg bin, desto mehr müsste sich ja dieser Winkel verändern. Das heißt also, das Gebäude müsste man nach hinten wegkippen. Und das tut es aber nicht. Egal wie weit ich mit meiner Kamera zurückgehe, der Winkel zum Gebäude ändert sich nie. Das Gebäude steht immer aufrecht vor mir. So. Das hat was mit der Reflexion der Sonne zu tun, ne? Also, nur etwas, was von der Sonne direkt angestrahlt wird, kann ich auch in dem Winkel genauso abbilden oder sehen. Ist klar, oder? Das heißt, je weiter ich mich von dem Gebäude entferne, desto mehr müsste auf einer kurvigen Erde, die es ja nicht gibt, das Gebäude nach hinten einfach wegfallen. Und so verhält sich das eben. Aber auf Fotos, die wir alle sehen, ist genau das Gegenteil der Fall. Die Gebäude sind immer aufrecht, immer mit der vollen Sichtseite zu uns. Und wie soll denn das bitte schön gehen, wenn wir auf einer Kugel leben? Ja, soll zum Nachdenken anregen. Gut, jetzt nehme ich die Kamera und ziehe sie einfach nach unten. Also, ich nehme ein Stativ und gehe etwas weiter runter. Was fällt mir auf? Dass es eine Verzerrung im Objektiv gibt. Und ebenso, zum Beispiel beim Autofokus, würde sich auch der Horizont hinten verändern. Also würde sich erheben. Aber nichts von alledem passiert eben. Wie kommt es also zustande, wenn die Erde gekurvt oder kurvig ist oder eine Birnform oder was auch immer hat, dann müsste das Gebäude einfach nach hinten weg. Ja, ich weiß, ich wiederhole mich, aber das ist ja auch eine Erkenntnis, die bei mir auch erstmal sacken muss und ich denke, euch geht es vielleicht genauso. Natürlich ist das auch eine Sache, die man selbst rausfinden sollte. Also man nehme eine Kamera, man tut die hoch und runter nehmen und man sieht, wie sich hinten der Horizont verschiebt, aber die Gebäude im Vordergrund gleich bleiben. Klar, manche Leute machen das natürlich mit Absicht, damit es so aussieht, als wenn die Erde eine Kugel ist oder als wenn der Horizont gekrümmt wäre. Aber in Wirklichkeit hat das nur was damit zu tun, wie man die Kamera hält. Nämlich entweder gerade auf Sichthöhe oder eben einfach unten drunter. Ja, meines Erachtens würde das dann ungefähr so aussehen. Wir haben also die Gebäude im Vordergrund und die im Hintergrund.
Wir können hingehen und können die verschiedenen Winkel jetzt anfangen zu messen. Und was sehen wir da? Genau, das, was wir eben sehen. Da beißt nun mal die Maus keinen Faden ab. Ja, wären wir auf einer Kugelerde, dann würde sich das ganz anders darstellen. Ja, oben und unten mal einfach den Vergleich. In der linearen Perspektive, sieht man ganz genau, was man im Fokus hat. Und es ist eben keine Kurve am Horizont zu sehen. Naja, und auch bei der Freiheitsstatue verhält sich das nicht anders. Und je höher das Bild ist, desto geringer, beziehungsweise desto wichtiger wird natürlich auch diese Verzerrung. Soll heißen, je weiter ich mich vom Objekt wegbewege oder es sich von mich wegbewegt, desto weiter müsste es nach hinten geneigt sein. Hier sieht man es nochmal viel deutlicher mit vielen Gebäuden. Egal wie weit wir schauen, hier ändert sich überhaupt nichts in der Perspektive. Die Gebäude sind also immer aufrecht. Und jetzt mal ein ganz anderes Ding. Und was sehen wir hier? Warten wir mal ein bisschen ab. Und wenn man dann rauszoomt, also im Moment sieht man, dass alle Winkel aufrecht sind. Man kann die Fenster sehr gut erkennen, den Bug, das Heck. Ja, man kann sogar die Wasserlinie erkennen. Und wenn wir uns jetzt rauszoomen, dann bleibt der Winkel immer gleich. Ja, auch die Brücke im Hintergrund, die Pfeiler, der Winkel bleibt immer gleich. Der Sicht. Also, egal wie wir was fotografieren, auf einer gekrümmten Erde müsste eben das ganz anders dargestellt sein. Ja, mit der. Auch wenn ich den Küstenstreifen zum Beispiel fotografiere oder in dem Fall filme, ändern sich die Gebäude nicht. Sie bleiben immer aufrecht stehen, sie fallen nicht nach hinten weg. Also hier kann man ganz deutlich sehen, das ist ja auch aus einer ziemlich großen Entfernung aufgenommen, dass sich da überhaupt nichts in den Winkeln ändert. Ja, die Linien sind natürlich zur Orientierung da. Und schaut euch bitte auch die Gebäude links und rechts davon an. Keiner der Winkel ändert sich. Ja, hier ist es dann sogar noch ein bisschen eindrucksvoller. Zwar geht es natürlich um den Turm, den man da in der Mitte sieht. Ja, egal wie weit ich rauszoome, der Turm bleibt immer aufrecht stehen und egal was mir jemand erzählt, das ist auf einer Kugelerde einfach nicht möglich. Und das müsste auch jeder verstehen, der bis hierher zugehört hat. Ja, vor 500 Jahren hat natürlich keiner dran gedacht, dass wir irgendwann mal Kameras haben, die auf solche Entfernungen fotografieren oder filmen können. Da konnte man uns natürlich so einen Scheiß erzählen. Aber heute, wo sie erschwinglich wurden und für jedermann erhältlich sind, da geht es dann nicht mehr so leicht. Naja, ich werde auch nicht müde, in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, das zu erzählen. Es gibt inzwischen so viele Foto- und Videobelege dafür, dass es einfach Sinn macht, das den Menschen zu erzählen. Egal, wie blöd sie einen am Anfang an sehen. Aber mit der Zeit fängt manch einer an zu überlegen und forscht dann selbst nach. Naja, und manchmal hat man auch das Geld in der Tasche, sich dann so eine Kamera zu kaufen. Und dann kann man ja eben auch wunderschöne Bilder machen, wie jetzt zum Beispiel hier vom Tafelberg in Südafrika. Im Übrigen nennen die Südafrikaner den Berg Hulikwacho. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber klingt irgendwie bedeutungsvoll. Ja, und vom Grund bis zu seinem Plateau oben würden ungefähr 10 Freiheitsstatuen reinpassen. Das Ding ist 3000 Meter hoch, ne? Nur mal so am Rande. Und egal, wo du dich hinstellst, der Berg wird niemals umkippen, egal wie weit du entfernt bist. Manchmal siehst du sogar die Wolken, die ganz kurz über dem Berg stehen. Und auch die verändern natürlich nicht ihren Winkel zum Berg. Und nochmal, egal wie weit du dich davon positionierst, er wird sich nie nach hinten bewegen, er wird nie seine Perspektive ändern. Du kannst den Tafelberg von circa 200 Kilometern Entfernung noch sehen.
Es ist schon komisch, dass niemals jemand ein Foto davon gemacht hat, wie die Spitze des Tafelbergs nur so über das Meer ragt, sondern immer der volle Berg zu sehen ist. Ich denke, das hat einfach was damit zu tun, dass erstens das Meer flach ist und damit verbunden natürlich eben auch die Erde. Seht euch einfach mal die Berge zur linken bzw. zur rechten an. Ja, bewegen die sich jetzt mit dem Horizont oder gegen ihn? Quatsch, man kann sie alle aufrecht sehen. Na, zur Verdeutlichung auch nochmal der Zoom auf die linke Seite. Also hier fällt überhaupt nichts unter den Horizont. Das ist ganz einfach, der Horizont ist einfach flach. Eigentlich könnte man hier schon Schluss machen und sagen, es ist, wie es ist. Wenn da nicht noch schöne Bilder wären, hier zum Beispiel von Robben Island. Man kann da bis Kapstadt sehen, also da gibt es keinerlei Kurve oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Nelson Mandela wurde auf dieser Insel hier inhaftiert, über 30 Jahre. Ein Mann, der seine Freiheit geopfert hat, um seinem Volk gewisse Freiheiten zu bringen, was ja dann auch geschehen ist. Aber er wurde eben auch nicht müde, die Wahrheiten auszusprechen, was der damaligen Regierung sicher ganz schön gestunken hat. Ja, und genauso sehr wie die Leute damals in der Apartheid versklavt waren, werden wir eben durch diese Gedanken auch versklavt. Wir leben halt einfach in einem mentalen Gefängnis, das uns Vorstellungen suggeriert, die so gar nicht existieren. Also wir müssen Mut beweisen und aus dieser Sklaverei uns befreien. Und es geht nur, indem wir die Wahrheit erzählen. Und natürlich kann man sich auch eine Seilbahn auf den Tafelberg nehmen und von oben Fotos machen. Man sieht natürlich sehr schön den Hafen, man sieht den Strand. Das Einzige, was man nicht sieht, ist irgendeine Form von Kurvatur. Das findet einfach nicht statt. Und warum nicht? Ja, weil es das eben nicht gibt. Ja, die Linien verdeutlichen das nochmal. Hier gibt's keine Erdkrümmung, hier gibt's gar nichts, was darauf hinweist. Und je mehr Fotos ich mir davon ansehe und je mehr Videos, desto einfacher ist es auch für mich zu verstehen, dass ich hier seit vielen Jahrzehnten belogen wurde. Guckt euch nur die ganzen Wolken an. Und hier zu diesem Bild, aufgenommen von der Spitze des Tafelberges, siehst du, wie die untergehende Sonne den kompletten Berg und den Strand beleuchtet. Ja, wie sollte das Licht sich denn biegen, um genau das alles zu beleuchten, den Strand und die Burg? Das ist doch Quatsch. Aber so wird es uns eben seit Jahrhunderten erzählt und wir glauben alles, was man uns erzählt. Also nochmal, egal wie weit wir vom Tafelberg entfernt sind, er bleibt immer gleich. Er ist immer aufrecht. Und nochmal, es gibt Leute, die machen Fotos von 200 Kilometern Entfernung und noch nie hat jemand den Tafelberg gesehen, wie er nur so über den Horizont ragt, sondern er war immer klar zu sehen. Und das ist eben auch ein Fakt, unbequem, aber eben ein Fakt. Natürlich nur unbequem für Globalisten. Dieses Foto mag ich besonders gerne. Man nennt es auch die Tischdecke vom Tafelberg. Stellen wir uns vor, die Erde würde wirklich mit 1000 Meilen pro Stunde sich bewegen, dann wären solche Bilder gar nicht möglich. Aber da wir sie sehen, kann sich die Welt nicht mit 1600 Kilometern pro Stunde drehen. Das ist Quatsch. Dann würde das ja gar nicht so dargestellt werden. Ich finde das schon sehr aussagekräftig und eigentlich bräuchte man dazu gar nichts mehr sagen. Aber weil die Bilder ja noch weiterkommen, rede ich auch mal ein bisschen weiter.
und ihr lasst euch von den Bildern beeindrucken. Es ist einfach eine geistige Versklavung, in der wir leben. Und schauen wir uns die Bilder genau an, dann erkennen wir wohl, dass wir hier irregeführt wurden. Ich kann es nur einfach immer wiederholen. Macht die Augen auf und lasst euch nicht blenden von Leuten, die hier nicht euer Gutes wollen, sondern die im Gegenteil nur euer Schlechtestes wollen, dass ihr glaubt, was man euch erzählt, und das ist nicht richtig. Hier gleich nochmal ein paar Bilder eines Jungen, der sich eine Kamera gekauft hat und gerade versucht, mit dem Zoom ein bisschen rumzuspielen. Das Schöne ist, dass er den Mond gesehen hat und die Berge dahinter. Und er versucht, sich jetzt auf beides reinzuzoomen. Ja, aber so richtig nachdenken tut er offensichtlich nicht. Weil die offensichtliche Wahrheit erkennt er dabei nicht. Wie kann er sich denn auf den Berg einzoomen, der hier mehrere 20 Kilometer entfernt ist, aber eben auch gleichzeitig auf den Mond, der irgendwie 400.000 Kilometer entfernt sein soll. Für mich ergibt sich daraus nur eins, nämlich, dass der Mond auf keinen Fall so weit entfernt ist und sich eben auch innerhalb der Kuppel befindet. Die Zeit wird zeigen, ob die Masse der Menschen das versteht. Ihr, die ihr zuhört, habt schon ein gewisses Verständnis, sonst würdet ihr nicht zuhören. Und ich denke, wir werden einfach die Menschen aufklären, egal was da kommt. Bleibt in der Liebe Gottes, wie man so schön auf Englisch sagt, spread the word und lasst euch nicht irritieren. Und vor allen Dingen lasst euch nicht von Kommentatoren ärgern, denn die sind offensichtlich ziemlich gut organisiert, weil es immer dieselben sind. Ich hoffe nur, dass sie für ihre schwere Arbeit gut bezahlt werden, weil dadurch, dass sie so extrem lügen, werden sie in der Hölle schmoren. Lasst euch nicht ärgern. Geht euren Weg gerade dahin, wo ihr hinwollt. Genießt das Leben. Schaut in die Natur. Lebt mit der Natur. Das ist das, was uns allen Kraft bringt. Und die Kraft werden wir brauchen für die Zeit, die vor uns liegt. Ich kann jedem nur raten, sein Leben zu genießen in vollen Zügen. Nehmt Gottes Schöpfung so an, wie sie ist. Versucht nichts daran zu ändern, sondern lebt einfach euer Leben. Das ist etwas, was ich in den letzten Jahren gelernt habe. Das Leben ist zu kurz, um sich über Nichtigkeiten aufzuregen. Die Erde ist flach, daran gibt es nichts zu rütteln. Und je öfter wir diese Wahrheit verbreiten, desto eher werden die Massen es verstehen. Wir haben ganz andere Probleme, um die wir uns momentan kümmern sollten, aber diese Wahrheit muss verbreitet werden, damit wir eben diese anderen Probleme angehen können. In diesem Sinne wünsche ich Mann und Weib auf dieser flachen Erde viel Spaß, viel Erkenntnis. Lasst es euch gut gehen und nochmal genießt das Leben. Die Erde ist flach und daran wird sich auch nichts ändern. No matter what the weak heart say, hat Bob Marley mal gesagt. Also, bis dahin, bleibt gesund. Es war euer Bin Rotblut, was bedeuten soll, dass ich ein Mensch bin, so wie ihr. Ciao.